Das Rettungsteam um Tom Riedel wird zu einem Einsatz in einer Anwaltskanzlei gerufen. Eine Angestellte ist schwer verletzt. Feuerwehr und Rettungsdienst, hallo? Ja, Lipke, wir brauchen unbedingt einen Arzt hier in der Kanzlei. Frau Lipke, wo ist denn die Kanzlei? In der Straße 24. Sie müssen ganz schnell kommen. Meine Kollegin, die verblutet uns hier. Frau Lipke, was ist denn mit Ihrer Kollegin passiert? Die ist mit der Hand irgendwie in diesen Aktenvernichter geraten. Das ist alles voller Blut. Ich weiß überhaupt nicht, was ich machen soll. Frau Lipke, bleiben Sie ganz ruhig. Ist Ihre Kollegin noch ansprechbar? Die war... Ja, ist sie. Gut, bleiben Sie bei Ihrer Kollegin. Die Rettungskräfte sind unterwegs. Für die Rettungskräfte wird das heute kein leichter Fall. Sowohl die verletzte Frau als auch ihr Chef werden noch massive Probleme bereiten. Schönen guten Tag, der Rettungsdienst ist da. Was ist denn los? Was ist denn los passiert? So, einmal bitte Abstand halten. Unterlagen, alle kaputt. Hallo? Das kann doch wohl nicht sein. Was ist denn passiert? Stethoskop. Ganz ruhig, wir sind hier, um Ihnen zu helfen. Machen Sie mal den Mund auf. Ich nehme mal gerade Ihre Hand hoch. Halswehenstatus normal. Ich höre Sie einmal ab. Ist einmal passiert. Ganz ruhig liegen bleiben. Es ist wichtig, dass Sie jetzt ruhig liegen bleiben. Sie sind das Büro. Jetzt einmal ganz normal atmen, bitte. Ja? Und alles hier in Aktenvernichter reingeschmissen. Okay. Aktenvernichter haben eigentlich Sicherheitsvorkehrungen. Deswegen ist das ein Unfall, der so eigentlich nicht hätte passieren dürfen. Warum das Ganze jetzt passiert ist, ob die Dame da mutwillig hineingegriffen hat, war an dieser Stelle überhaupt nicht ersichtlich für uns. Im Großen und Ganzen war es sowieso eine sehr chaotische Einsatzstelle, wo es eine ganze Zeit gedauert hat, bis wir da ungefähr wussten, was los ist. Haben wir da einen Puls? Wie alt ist sie? Ja, Puls ist das mal. 27 ist sie, ist meine 20. Kollegin, ja. Ganz ruhig liegen bleiben. Ich verstehe das überhaupt nicht. Müssen Sie einmal den Puls fühlen? Nee, das kann ich Ihnen gar nicht sagen. Okay. Gut, also im Moment ist es zeitkritisch, wir haben keinen AB. Die ganzen Unterlagen. Ist alles okay. Ach, die Unterlagen. So. Meine Güte, Hartmann. Ich hatte sie letzte Woche gekündigt. Daraufhin ist sie hier rumgerannt und hat die ganzen Unterlagen alle reingeschmissen. Ich brauche die wieder. Wieso hat die Mandant kündigt? Ganz ruhig, ja? Okay, bitte. Ganz ruhig. Warum hat sie gekündigt? Ja. Sie hat sich so gut angestellt. Sie war in der Lage, dass sie mich jetzt hier im Urlaub vertritt. Wieso? Kann doch nicht wahr sein. Wieso Frau Lipke, wir müssen die Unterlagen auf jeden Fall wieder haben. Sie muss die wieder haben, beziehungsweise müssen zusammengeklebt werden. Was? Das ist doch alles jetzt hin. Wieso sollen wir das? Meine Herrschaften, hallo, wir haben gerade ein anderes Problem. Ja? Da sind die Unterlagen erstmal zweitrangig. Das meine ich doch. Also der Anwalt, dem diese Örtlichkeit, wo augenscheinlich gehört hier, hat ziemlich darauf gedrängt, dass diese Akten gerettet werden. Es kann natürlich sein, dass da Klientendaten drauf vermerkt sind, die wichtig sind. Irgendwelche Daten, die nicht jeder sehen darf. Vielleicht hängt das Schicksal eines Klienten davon ab. Das wissen wir aber nicht. Auf jeden Fall hat er schon einen ziemlichen Aufstand gemacht und auf die Rettung dieser Daten gepocht. Hören Sie mir mal bitte zu. Darf ich Sie Jana nennen? Ja. Okay, mein Name ist Tom. Sie müssen jetzt ganz ruhig bleiben, das ist ganz wichtig. Haben Sie hier irgendwas in der Hand, was da... Frau Lipke, die ganze Unterlage. Richtig. Okay. Müssen Sie wegschmeißen. Jana. Jetzt kümmern wir uns doch erst Hören Sie mir kurz zu. Jana, hören Sie mir kurz zu. Ja. Ich nehme das nicht weg. Sie können das in der Hand behalten, okay? Nur damit wir uns verstehen. Ich möchte Ihnen das nicht wegnehmen, okay? Es ist aber wichtig, dass ich an den Arm rankomme. Wir müssen Sie versorgen. Sie sind verletzt, okay? Ja, können Sie den Arm locker machen? Vernichten? Ganz locker. Ich gehe hier nicht dran, okay? Mein Gott, nee. Das bleibt alles da, wo es ist. Also das Dokument, welches sie da in der Hand hielt, könnte natürlich die Kündigung sein, die sie vernichten wollte. Die Dame war in einem psychischen Ausnahmezustand. Da ist sie ja nicht immer so mit logischem Denken. Und vielleicht dachte sie, wenn ich die Kündigung vernichte, dann bin ich nicht gekündigt. Das hört sich vielleicht banal an oder nicht ganz zutreffend, aber in so einer Ausnahmesituation mag das jemandem tatsächlich logisch erscheinen. Jana, es ist wichtig, dass Sie den Arm jetzt locker lassen. Ich verspreche Ihnen, ich nehme Ihnen diesen Zettel nicht weg. Okay? Okay? Gut, dann einfach locker lassen. Ich lasse den Zettel, wo er ist, versprochen. Lass mal kurz als Tupfer. Ja, die Klientendaten, die die Frau Menzel weggeschmissen hat, die brauche ich auf jeden Fall zurück. Ach, Herr Gott, da kümmern wir uns später. Ja, die müssen aber gemacht werden. Darf ich fragen, wie Ihr Name ist? Hartmann, mein Name ist Hartmann. Ich bin der Besitzer der Kanzlei. Herr Hartmann, wir haben hier gerade ein anderes Problem. Da sind die Akten erstmal nebenrangig. Ja, okay. Lassen Sie uns erstmal unseren Job machen. Und um die Akten kümmern wir uns auch später. Okay? Ja? Alles gut. Wie stark sind die Schmerzen, die Sie haben, wenn Sie die auf einer Skala von 1 bis 10 beschreiben müssten? Wenn 10 das Schlimmste ist, was Sie je erlebt haben,
und 0 bis 1 ist ganz, ganz leicht. Wie würden Sie das beschreiben? Das gehört mir, das ist mein. Sie müssen den Arm ruhig liegen lassen. Machst du mal eben hier die Infusion dran? Also das Bild, was uns die Patientin bot, führe ich erstmal nicht auf einen Volumenverlust zurück. Weil es sah brutal aus und es wird auch mit Sicherheit wehgetan haben. Aber die Blutmenge, die sich dort darstellte, war meiner Meinung nach nicht so hoch bemessen, dass es eine vitale Bedrohung bedeuten würde. Vielmehr habe ich so den Verdacht, dass die Dame ein psychisches Problem hat. Deswegen war sie auch nicht so richtig ansprechbar. Also von meinem Bauchgefühl und meiner Erfahrung, die ich ja nun schon jahrelang habe, würde ich tatsächlich eher auf ein psychogenes Problem schließen. Natürlich tut die Hand weh und muss versorgt werden. Das macht aber normalerweise nicht die Symptome, die uns die Patientin hier geboten hat. Das Rettungsteam kann sich nicht erklären, wie sich die Frau so schwer am Schredder verletzen konnte und was sie retten wollte. Und auch, weshalb der Chef es auf die Unterlagen abgesehen hat, ist völlig unklar. Papierstücke möchte ich gerne alle wieder haben. Herr Hartmann, was Sie möchten, interessiert mich jetzt überhaupt nicht. Halten Sie jetzt den Abstand hier ein und gehen Sie bitte einmal raus, Herr Hartmann. Dankeschön. Meine Güte, ey. Mann. So, Jana. Das kann ich gar nicht glauben. Wir müssen Sie jetzt mitnehmen ins Krankenhaus. Okay? So. Haben Sie das verstanden? Wir müssen einmal in die Klinik fahren. Wir werden wahrscheinlich in die Klinik am Südring fahren. Machst du mir da ein Bett in der Handchirurgie bitte? Ja, mache ich ja gleich fertig. Super. Also es ist schon wichtig, dass die Frau einem Handchirurgen oder einer Handchirurgin vorgestellt wird. Die sind spezialisiert auf die Hand. Dort gibt es viele Knochen und Muskeln, die zusammenspielen müssen, damit die Hand halt adäquat arbeiten kann. Wer mal testhalber seinen Daumen aus den Handbewegungen rauslässt, wird direkt schon merken, was für ein präzises Zusammenspiel das ist. Wenn der Daumen weg wäre, dann wäre die Hand schon überhaupt nicht mehr so einsatzklar, wie es eigentlich normal wäre. Deswegen ist es wichtig, dass die Hand voll funktionsfähig ist und deswegen der Handchirurg. Jetzt geht es darum, Ihnen die Schmerzen zu nehmen. Wie stark sind die Schmerzen? Brauchst du irgendwas? Möchten Sie Schmerzmittel haben? Nein. Okay. Haben Sie irgendwelche Allergien? Ja, alles das gut. Bleibt ja auch, das bleibt da, wo es ist. Ganz ruhig. Der Abtransport läuft? Ja. Gut. Genau. Super. Stehen wir zusammen. Haben Sie Allergien? Nehmen Sie irgendwelche Medikamente regelmäßig ein? Sind Sie schwanger? Das ist wichtig, das ist mein. Ja, das sollen Sie doch auch behalten. Sind Sie schwanger? Ja, na, sag doch. Okay, also Anamneseerhebung ist nicht möglich. Nicht möglich, ne? Wir haben versucht, eine Anamnese zu erheben, das heißt, die Krankenvorgeschichte der Patientin zu klären. Das ist insofern wichtig, weil wir unter Umständen auch Medikamente spritzen, Schmerzmedikamente zum Beispiel. Da muss ganz klar geklärt sein, ob die Dame allergisch gegen irgendwelche Medikamente ist, was für Medikamente sie in ihrer Vorgeschichte hat. Das sind alles wichtige Fakten, die wir brauchen, um dann die richtige Therapie einleiten zu können. Das Verhalten der Patientin ist für die Rettungskräfte in keiner Weise hilfreich. Sie wird in die Klinik am Südring gebracht. Die Notaufnahme ist über ihre Ankunft informiert. Jetzt liegt es an Arzt Nils Meyer herauszufinden, was es mit dem Zettel in der Hand auf sich hat. Das ist Frau Menzel. Frau Menzel ist 27 Jahre. Zustand nach Hand im Aktenvernichter. Also sie hatte an der linken Hand multiple Ablederungsverletzungen, aber keine lebensbedrohliche Blutung. Sie hat kein A, kein B, kein C-Problem, eher ein D-Problem. Also sie ist nur bedingt ansprechbar, wo sich der Grund uns noch nicht gänzlich erschlossen hat. In der Übergabe mit dem Notarzt wurde klar, dass wenig Informationen von Frau Menzel selbst geliefert werden konnten, weil sie kaum ansprechbar war, sodass wir keine Vorgeschichte medikamentöser und krankengeschichtlicher Art von ihr hatten und uns so ein bisschen die Hände gebunden waren, was wir für Schmerzmedikamente wir in dieser Akutmaßnahme ihr geben können. Und die orientierende Untersuchung von ihr gestaltete sich zusätzlich schwierig, weil sie wenig kooperativ gewesen ist. Also eine Anamneseerhebung war überhaupt nicht möglich. Also sie hat partout nicht mit uns geredet, die ganze Zeit nicht. Das Einzige, was dazu zu sagen ist, sie hat in der rechten Hand hält sie einen Zettel, Brief, irgendwas fest. Das ist ihr ganz besonders wichtig. Okay. Also wir durften bei jeglichen Maßnahmen, die wir getroffen haben, durften wir diesen Zettel nicht entfernen. Okay. Also irgendwas hat das mit ihrem Zustand zu tun. Auch für Nils Meyer kein leichter Fall. Doch ein wichtiger Hinweis findet sich schließlich in den persönlichen Sachen der Verletzten. Darf ich mal eben?
Na klar doch. Ja. Ich hab den Wert hier verloren. Mutterpass. Frau Schwand. Ist das Ihre? Ein Portemonnaie. Ja. Jana Menzel. Unsere Patientin. Kannst du mir einen Gefallen? Du kannst aber beim Anästhesisten anrufen. Das ist wichtig, dass sie das wissen. Ja, wer hat den Dienst? Der Olli? Ja. Der Olli ist da, ja. Ah, okay. Während der Untersuchung von Frau Menzel ist einer der Rettungssanitäter zurück zum Wagen gegangen, um den Wagen wieder vorzubereiten für die nächste Tour, und hat zufälligerweise im Krankenwagen den Mutterschaftspass der Patientin gefunden. Das war für uns natürlich insofern hilfreich, weil wir im Hintergrund schon alle Maßnahmen eingeleitet haben. Ein Handchirurgen organisiert, einen Anästhesisten für die OP. Der Anästhesist muss das vor der OP wissen, dass bei einer Patientin eine Schwangerschaft vorliegt, um einfach für sich abzuwägen, was für Medikamente gebe ich bei dieser Patientin, um die Narkose durchzuführen. Und ist eine komplette Anästhesie wirklich die beste Maßnahme? Oder macht man vielleicht eine Lokalmaßnahme wie eine Anästhesie nur von dem Arm, wo man in der Achselhöhle beispielsweise Medikamente spritzt, die den ganzen Arm motorisch flachlegen und auch die Schmerzimpulse aus der Hand komplett auslöschen können. Die Schwangerschaft könnte ein Grund für ihr Verhalten sein. Doch noch immer ist nicht klar, warum die Frau den Zettel aus dem Aktenvernichter geholt hat. Noch ein bisschen aufspreizen vielleicht, dann ja, perfekt. Okay. Machen wir von der anderen Seite. Ja. Man sieht, dass hier keine Verletzung ist. Für uns in der Notfallambulanz ist es wichtig, Patienten, die wir als primäre Behandler sehen, das Verletzungsmuster so detailliert wie möglich zu kontrollieren und zu dokumentieren. Es steht hier im Raume, dass es einen Arbeitsunfall gegeben hat, und nähere Hinweise dazu haben wir nicht. Es kann sein, dass sich im Anschluss ein Strafverfahren anschließt, und da müssen wir aus Eigensicherungsgründen juristischer Art unsere Dokumentation der Patientenanamnese so genau wie möglich machen. Dazu zählen auch Fotografien. So, das hätten wir. Dein okay. Telefon. Danke. Stefanie, kannst du mir mal einen neuen Verband geben? Dann wickle ich dir das einmal wieder zu. Wollen wir noch mal eben gucken, weil das kann ja auf keinen Fall mit in den OP. Hier. Jana. Hat das was mit Ihrer Schwangerschaft zu tun, dieser Zettel? Das ist richtig. Ja. Okay, ich passe super drauf auf, okay? Ich mach das Sie ganz müssen kurz, das jetzt loslassen. Und ich verspreche Ihnen, wir passen da gut drauf auf. Genau. Und Sie brauchen auch keine Angst haben, dass irgendjemand von Ihrer Schwangerschaft erfährt, wo Sie das nicht wollen. Wir sind hier alle an die Schweigepflicht gebunden. Okay? Okay. Okay? Jetzt haben wir das Ding schon mal. Gut drauf aufpassen. Genau, ganz wichtig, habe ich Ihnen versprochen. Super drauf aufpassen. Genau, ich bin noch da. Pflaster bitte. Ja, und auf die Papiere passen wir super auf. Die haben wir jetzt hier ganz sicher weggetan. Okay? Und Sie wissen doch auch, wenn Sie schwanger sind, können Sie gar nicht gekündigt werden. Okay? Frau Menzel, wir machen das geht. Momentan noch nicht. Das hatte sie aber in der Hand die ganze Zeit. Ja, ja, ich weiß. Das scheinen irgendwelche wichtigen Dokumente aus der Kanzlei zu sein. Ich kann gar nicht verstehen, was da so wichtig dran sein soll. Ich weiß leider auch nicht. Der Chef sich aufgeregt hat, also als ob das nichts. Aber es geht ihr gut. Es geht ihr soweit ganz gut. Sie ist stabil und wird gleich direkt operiert. Und, die Ärmste. Ja. Ja. Können Sie mir irgendwas dazu sagen vielleicht? Überhaupt nicht. Ich habe gar keine Ahnung, was das... So? Nein. Gar nicht. Das macht sie auch nicht, dass sie Klientendaten vernichtet, in den Schredder tut. Gucken Sie mal hier vorne, können Sie sich auch die Hände desinfizieren am besten, weil da ja noch viel Blut dran ist. Ach so, ja. Ich nehme das mal kurz. Okay, wenn Sie mal dazu nichts sagen können. Nee, ich nehme das mit. Mein Chef hat ich soll das... Pass schon gut drauf auf. Frau Menzel, wir machen im OP noch einen Ultraschall von Ihrem Kind. Ich kann hier unten nicht gucken, ob da alles in Ordnung ist. So wie das den Anschein macht, ist da alles in Ordnung. Aber ich will auf Nummer sicher gehen und habe die Gynäkologen informiert. Ja, die kommen gleich mit in den OP dazu. Und der Anästhesist weiß auch Bescheid. Im Mutterpass steht nichts zu Ihrem Tetanusschutz. Deswegen werden wir im OP eine Tetanusimpfung auch noch geben. Einfach um auf Nummer sicher zu gehen, damit es für Sie und für das Kind aus dieser Situation so unheikel wie möglich hinausgeht. Ja? Sie müssen sich keine Sorgen machen. Genau, wir passen gut auf Sie auf und auf Ihr ungeborenes Kind. Die Patientin wird in den OP gebracht. Noch immer gibt ihr Verhalten Rätsel auf. Der Arbeitskollegin ist es inzwischen jedoch gelungen, die blutigen Papierschnipsel wieder zusammenzusetzen. Langsam dämmert ihr, was passiert ist. Schauen Sie sich das an. Sie hat meinem Chef die Schwangerschaft schon vorher angezeigt, bevor er sie gekündigt hat. Ist das das Dokument, das Sie in der Hand hatte? Ja. Das ist das Dokument. Ja. Das ist ein schön gefriemelt.
Das haben Sie zusammengebastelt wieder? Ja. Ich denke, für alle Beteiligten ist es glücklich gewesen, dass die Arbeitskollegin von Frau Menzel geistesgegenwärtig diese Dokumente an sich genommen und rekonstruiert hat. Wir konnten lesen, dass es sich dabei nicht, wie vorher von ihrem Chef behauptet, um sensible Klientendaten handelte, sondern dass Frau Menzel ihrem Chef vorab mitgeteilt hatte, dass sie schwanger ist, woraufhin sie natürlich einen Mutterschutz und einen Kündigungsschutz genießt. Er ihr aber kündigen wollte, aus was für Gründen auch immer. Es ist natürlich schwierig, wenn Frau Menzel dieses Dokument nicht vorweisen kann, weil sie damit etwas Juristisches in der Hand hat, was sie vor der Kündigung bewahrt. Deswegen ist es tatsächlich sehr gut, dass wir dieses Dokument wiederherstellen konnten. Sollte der Chef seine Angestellten gekündigt haben, obwohl er von der Schwangerschaft wusste, macht er sich strafbar. Nils Meyer will nach der OP von der Frau wissen, was nun genau vorgefallen ist. Ich habe gerade mit den Handchirurgen telefoniert, ja, während sie im Aufwachraum gewesen sind. Die OP ist super verlaufen. Das waren tatsächlich nur Ablederungen an ihrer Haut. Keine Muskeln wurden durchtrennt, keine Gefäße wurden verletzt und auch keine Nerven. Deswegen ist nicht davon auszugehen, dass sie irgendwelche bleibenden Schäden behalten. Ja? Einfach um abzuklären, dass auch mit dem Kind alles in Ordnung ist, habe ich mit den Gynäkologen telefoniert. Die hatten einen Ultraschall gemacht, das habe ich auch mitgebracht. In ihrem Mutterpass war nämlich auch noch gar kein Ultraschallbild dabei. Ach, schön. Wie geht's? Und ist alles gut? Alles gut. Ach, es ist alles gut. Ach, Mensch. Da müssen Sie sich wirklich keine Sorgen machen. So ja? Wir haben auch ein bisschen hin und her gerätselt, wie es überhaupt zu dem Unfall kam. Ihre Kollegin war so geistesgegenwärtig, anstatt diesen Zettel, den Sie in der Hand hielten, zu vernichten, wie es ihr eigentlich aufgetragen war, ihn zusammenzukleben, um überhaupt zu verstehen, worum es da ging. Ich denke, dass auch die Arbeitskollegin von Frau Menzel da eine sehr gute Zeugin sein wird. Und auch die Beweissicherung von uns hier in der Klinik, also die Wiederherstellung von dem Dokument, das ja der Auslöser für die gesamte Streitigkeit gewesen ist, als auch die Fotodokumentation von der Verletzung, sollten ihr vor Gericht wirklich als gute Beweismittel dienlich sein. Als Sie reingekommen sind in die Notfallambulanz, wurde gesagt, dass Ihnen gekündigt wurde und dass Sie aus Rache irgendwelche Dokumente geschreddert haben. Aber dieses Dokument ist ja... Das kann ich mir gar nicht vorstellen. Nee, also es war so, ich habe Herrn Hartmann, wie gesagt, auch schon informiert über meine Schwangerschaft. Und am nächsten Tag gab er mir eine fristlose Kündigung. Und ich wollte nur mit ihm darüber reden. Und das kam zum Streit. Er riss mir den Schein aus der Hand und hat das in den Schredder geworfen und meinte, ja, jetzt kannst du es mir mal nachweisen. Okay, und verstehe. Dann hast du da reingegriffen. Die Verletzungen an der Hand sind nach ein paar Wochen wieder verheilt. Und auch dem ungeborenen Baby geht es gut. Der Kanzleichef muss sich jedoch vor Gericht verantworten.